Letztes Jahr hat BMW die Studie iNext präsentiert, die einen Ausblick auf das autonome Fahren in der Zukunft gegeben hat. Mit der neuen Studie Vision M-Next möchte BMW aber auch zeigen, dass der Fahrspaß und das Selberfahren eine Zukunft hat. Schon 1972 setzte der damalige Chefdesigner Paul Bracq bei der Turbo-Studie auf Kontrastfarben. Und das macht BMW jetzt wieder. Hier kommt das grelle Thrilling Orange zum Einsatz, das ziemlich stark mit diesem seidenmatten Grau kontrastiert. Und dadurch wird das Design nochmal eine Spur sportlicher. Wie bei den aktuellen Serienmodellen setzt BMW auch bei der Studie auf die breiten Nieren, die hier allerdings für eine möglichst gute Aerodynamik geschlossen sind. Und auf den Glasscheiben ist der Propeller des BMW-Logos zu erkennen. Die Scheinwerfer konnten durch die Laserwire-Technologie besonders schmal gehalten werden. Bei den Felgen setzt BMW auf 21 Zöller, hinten sind sie aber ein bisschen größer, 22 Zoll, und sie sind mehrlagig. Das soll zum einen dafür sorgen, dass die Bremsen mit mehr Luft versorgt werden und die Aerodynamik nochmals verbessern. Normalerweise kennt man den BMW-typischen Hofmeisterknick von der hinteren Seitenscheibe. Hier hat BMW sich was anderes überlegt, und zwar ist diese komplette Sicke in dieser Form gehalten. Mindestens so futuristisch wie das Äußere ist der Innenraum. Man sitzt bzw. liegt in diesen Ausbuchtungen und sie sind mit Memory-Schaum ausgekleidet. Sie passen sich sozusagen der Körperform des Fahrers und des Beifahrers an. Das soll für einen perfekten Halt sorgen. Genau das Gleiche möchten auch die Getränkehalter. Man stellt das Getränk rein und man könnte damit zum Beispiel auch auf die Nordschleife, weil diese Getränkehalter die Bewegungsenergie, die entsteht, ausgleichen, und so soll selbst auf der Rennstrecke nichts auslaufen. BMW hat im Innenraum komplett auf Schalter und Tasten verzichtet und alle Bedienelemente in diesem sogenannten Boost-Pod zusammengefasst. Der hat drei Ebenen. Die erste Ebene ist dieses kleine Display auf dem Lenkrad. Hier kann man zum Beispiel den Fahrmodi auswählen. Dahinter liegt die zweite Ebene. Dabei handelt es sich um eine gebogene Glasscheibe, ein Glasdisplay. Und in der Mitte wird zum Beispiel die Drehzahl angezeigt und die Prozentzahl des Boosts. Der BMW hat aber auch eine besondere Funktion. Er misst über das Lenkrad die Herzfrequenz des Fahrers und kann diese auf dem rechten Flügel des Displays anzeigen. Dahinter liegt die dritte Ebene, und zwar ein weitflächiges Head-Up-Display, auf dem die wichtigsten Fahrinformationen angezeigt werden. Je schneller der Fahrer wird, desto mehr unwichtige Infos werden ausgeblendet und es wird sich komplett auf die Geschwindigkeit und die Drehzahl konzentriert. Am Heck sind die M1-Einflüsse am deutlichsten zu erkennen. Schon allein die schmalen Rückleuchten nehmen die Grundform des Sportlers aus den 70er und 80er Jahren am deutlichsten auf. Und es gibt diesen riesigen Diffusor, der wie der Rest des Fahrzeugs aus dem Material Carbonrecyclat besteht. Dabei handelt es sich um recyceltes Carbon, das zu einem neuen Werkstoff wird. Ebenfalls eine Hommage an den M1 sind die zwei kleinen BMW-Logos, die jeweils rechts und links angebracht sind. Und unter dieser Haube mit den drei Scheiben steckt ein Vierzylinder-Benziner, der von zwei Elektromotoren unterstützt wird. Einer sitzt ebenfalls im Heck, der andere vorne. Daraus ergibt sich ein Allradantrieb und eine Systemleistung von 600 PS. Das reicht für einen Sprint von 0 auf 100 in 3 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h. Rein elektrisch kommt die Studie übrigens 100 Kilometer weit.